Moin Leute, ich stehe kurz vor einem Umzug und habe deswegen seit ein paar Wochen angefangen, meinen Besitz zu minimieren. Und heute mache ich mir Gedanken darum, wie das bei technischen Geräten weitergehen soll. Mein Plan ist hauptsächlich dieses schöne Ding hier, was gerade mein Kontrollmonitor auch fürs Handy ist, das iPad zu nutzen für meine Ausbildung, aber auch für Unterhaltung zum Zocken und so weiter. Und deswegen will ich heute testen, ob ich für die Xbox, die ich bisher zum Zocken genommen habe, das iPad als Ausgabebildschirm nutzen kann. Und es gibt auf dem iPad die Xbox-App. Ich schaue mir jetzt an, wie gut das funktioniert oder auch nicht. So, Xbox ist an und hier geht es auf Konsole einrichten. Passiert auch noch nichts. So, hat 2 Minuten gedauert, aber ich bin jetzt angemeldet mit demselben Account, dem ich auch auf der Xbox eingeloggt bin. Wenn ich jetzt aber in meine Bibliothek gehe, findet sich dort noch nichts, denn es ist noch nicht miteinander verbunden. Unter erste Schritte. Von einer Konsole hinzufügen. Da. Ich probiere mal, was ich tun kann. Naja, eine Sekunde später ploppt hier eine Meldung auf. Und dieselbe hier aktivieren. Schnelles Hochfahren aktivieren. So, theoretisch kann man scheinbar sogar einstellen, dass man am iPad oder einem anderen Gerät mit der App dann die Xbox hochfahren kann. Das möchte ich nicht. Die soll komplett ausbleiben und keinen Strom ziehen für ein Standby. Deswegen wird hier weiter verbunden. Währenddessen kann ich ihr einen Namen hier geben. Und es bleibt bei mir einfach eine Xbox. Zack. Aha, nach einer kurzen Ladezeit zeigt sie mir an, dass die Verbindung jetzt hinhauen müsste. So, und unter meine Bibliothek Konsolen finden wir sie jetzt auch und können sagen, Remote-Wiedergabe auf diesem Gerät. Halleluja. Crazy. Das muss man mal ein Spiel starten. Starten hier Witcher. 1A. Zeigt mir exakt dasselbe wie dort. Und so wie es aussieht, auch in derselben Qualität wie übers Kabel. 1A. Selbst der Ton wird in voller Qualität übertragen. Manchmal, wenn das Spiel ein bisschen schneller wird und die Internetverbindung vielleicht nicht die allerbeste gerade ist, zieht er so Streifen. Ich versuche das hier zu finden oder mal zeigen zu können, aber nein, es läuft einfach. Top!